So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Pokémon Pool. Wenn ihr seht, Terrence Chill immer noch am Start, wir immer noch am Chillen im Pool, wieder mal, aber diesmal nicht alleine, sondern mit 504 Dosen, 5-0er, Original, Export. Willst du meinen in die Kamera halten? Zeig mal hier. So sieht es aus. Bam. 5-0 Original Dosenbier aus dem Edeka für das 500 Abo Special geholt. Da haben wir gedacht, wenn da einmal die Kulisse da ist, werden wir gleich noch ein paar Entwicklungsfolgen zur Überbrückung drehen, damit wir auch den Urlaub ein bisschen genießen können. Und heute wollen wir wieder was entwickeln, wieder zwei Shinies. Beim letzten Mal war ja Alola Kleinstein Shiny und normales Kleinstein Shiny entwickelt. Und heute wollen wir uns mal um Nidoran, männlich, weiblich, als Shinies kümmern und die Weiterentwicklungen davon holen. Beim GoFest, wisst ihr ja, wurde ja das männliche Nidoran freigeschaltet und man konnte es fangen. Das wollen wir jetzt zuerst machen, weil ich das richtig genial finde. Wir machen mal das weibliche zuerst. Das ist zwar seltener, aber ich finde Nidoking als Shiny einfach richtig cool. Und deswegen machen wir das zum Schluss. Hier habt ihr also ein normales Shiny Nidoran, weiblich. Was heißt normal? Das lassen wir wieder so, wie es ist. Hier habt ihr dann das zweithöchste, was wir also zum weiblichen Shiny Nidorina entwickeln. Nidorani heißt es doch. Nidorani, Parmesani. Das also auch. Normal sind die ja also blau, ist also rosa, ist in der zweiten Stufe auch rosa, wie ihr hier seht, und funkelt noch ein bisschen. Jetzt ist unten der Schatten zu sehen und wir holen uns das größte Nidoran weiblich und entwickeln das jetzt zweimal durch für 125 Bonbons insgesamt zu einem shiny weiblichen Nidoqueen. Es gibt kein männliches Nidoqueen, also zu einem shiny Nidoqueen auf jeden Fall. Das finde ich übrigens nicht so krass, das finde ich irgendwie hässlich. Vorher hat es ja hier seine rosa Färbungen, aber wenn ihr das jetzt hier durchentwickelt zum Nidoqueen, das sieht so richtig aus wie, ja, ich habe jetzt ein BH und ich bin ein bisschen so grünlich. Hat auf jeden Fall richtig komische Farben. Mein Arm tut schon wieder weh und stirbt ab. Wer hat's gut, der kann da hinten liegen und sich freuen. Da seht ihr das, das sieht auf jeden Fall richtig komisch aus. Diese grüne Haut, diese grüne Färbung und dann dieser unten ist es dann rosa und am Mund ist es rosa und an den Brüsten ist es rosa. Das sieht auf jeden Fall nicht so cool aus, aber wir wollen es natürlich entwickeln für den Shiny Pokédex. Und jetzt wollen wir uns auch die männlichen Nidoran Shiny ranholen. Da haben wir hier das höchste, da haben wir das niedrigste, sagen wir mal. Die noch niedrigeren lassen wir einfach so. Da war was auf der Schulter. Das lassen wir also so, das entwickeln wir zum Nidorino Shiny, weil das ist ja männlich, das andere also Nidorina, nicht Spaghetti oder was der gesagt hat. Muss ich mal wieder meinen Arm stützen hier. Wir sehen, das ist ja normalerweise also so lila und ist als Shiny dann also blau, wird in der zweiten Stufe auch blau, obwohl das sieht schon fast grau aus, die graue Maus. Und das größte Nidoran, shiny, männlich, nehmen wir jetzt, machen es zu Nidorino und anschließend zu Nidoking. Und Nidoking sieht wirklich so verdammt geil aus, im Gegensatz eben zu Nidoqueen mit ihrem komischen hautfarbenen BH und ihrer rosa Haut. Das sieht wirklich richtig komisch aus, aber Nidoking einfach eines der coolsten Shinies noch, die ich in letzter Zeit so gesehen habe. 100 Bonbons also nochmal von Nidorino zu Nidoking. Boah, ich kann euch nicht mehr halten. Ich muss euch mal hier auf die Stufe stellen und in mein Bart reingucken lassen. Na, der ist wohl, der freut sich wieder. Hast du den Bart gefärbt? Nee. Und das seht ihr es, Shiny Nidoking, richtig genial, mit 1911 WP. Ist also auch ein relativ hohes. Wir drücken nochmal drauf. Da freut es sich auf jeden Fall. Immer noch über 1000 Bonbons übrig. Habt ihr auch einen Shiny Nidoking entwickelt und sammelt ja auch immer die ganzen Familien oder reicht euch ein Shiny und ihr entwickelt das durch? Schreibt es mal in die Kommentare und genießt auf jeden Fall das Wetter. Das war's von unserer Seite aus. Ich drücke hier nochmal weg. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Peace out, Vorhaut, euer Ramses, Pokémon Pool. Ich zeige euch einfach nochmal den Terrence, wie er hier chillt, ne? Genau. Oh, guck mal hier, wie viel Bier da ist. Guckt euch das noch mal an. Hier alles voll. Also ich glaube,
Der wohnt jetzt in dem Pool, der kann gar nicht mehr weg. Wir müssen das alles austrinken. Warte. Die Leute schreiben ja immer, bei jedem Abo würde ich ein Bier trinken. Hier sind 500 Stück und am Ende vom Urlaub sind die leer für 500 Abos. Genau, so ist es. Wunderbar. Das war's also von meiner Seite aus und vom Isfo seiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.